Und warum gehst du in eine unfreie Kirche? Gehst du in die Gemeinde wegen schöner Gefühle, wegen Gemeinschaft oder der unterhaltenen Predigt? Denn wegen Gehorsam, Jüngerschaft und Heiligung kannst du dort ja nicht hingehen. Für mich sind viele Gemeinden eine Brutstätte der Unreinheit. Wenn eine Gemeinde nicht dafür bekannt ist, dass sie radikal gegen Unreinheit predigt und radikal die Reinheit fördert, dann ist sie automatisch eine Brutstätte der Unreinheit. Und ich will dir erklären, warum das so ist. Der Fürst dieser Welt schläft nicht. Die Welt wird massiv mit Unreinheit verseucht. Wenn man im Kampfsport einen Schlag abwehren will, dann muss man stark gegen angehen. Man kann nicht mit Liebe und Freundlichkeit einen Angriff mit einem Baseballschläger abwehren, sondern muss massiv in den Arm greifen, bevor der Schläger auf dich eindrischt. Übertragen heißt es, dass wir auch die Angriffe Satans erkennen müssen und massiv mit Gegenwehr reagieren müssen. Siehst du dieses Verhalten irgendwo in den Gemeinden? Das ist der Grund, warum es so leicht ist, gute Gemeinden zu erkennen. Sie haben die Gefahr von Unreinheit erkannt und gehen dagegen vor. Es geht dabei nicht um Gesetzlichkeit, weil wir es nicht in unserer Kraft schaffen, sondern wir brauchen die Furcht des Herrn. Wir brauchen den Geist Gottes in unserem Leben und wir brauchen ein Hassen des Bösen, um uns nicht damit eins zu machen. Gute Gemeinden predigen, dass es Freiheit von bewusster Sünde gibt, dass Gott heilig ist, dass die Furcht des Herrn es von ganz alleine macht, dass uns die Unreinheit nicht mehr schmeckt. Ein Mensch in der Furcht des Herrn ist sozusagen Teflon beschichtet. Die Unreinheit kann nicht mehr anhaften, weil sie dem Menschen nicht mehr schmeckt, weil er vor der Sünde zu Gott flieht und in der Kraft Gottes lebt. Und wenn wir in allem Gott die Ehre geben, verliert Satan auch die Lust, uns mit Unreinheit zu verführen. Die Voraussetzung ist aber, dass wir nicht nur die Furcht des Herrn bekommen haben, sondern auch in ihr bleiben. Satan wütet mit der Keule der Unreinheit in dieser Welt und in den Gemeinden. Und wenn man die Schlagkraft unterschätzt und nicht wirklich für die Abwehrkräfte der Gläubigen sorgt, dann erliegt die Gemeinde der Schlagkraft Satans. Sehr viele Menschen in den Gemeinden sind in Sünde, Weltliebe und Unreinheit gefangen. Sie sind nicht frei, sie sind gebunden. Das sieht man daran, wie wenige die Freiheit predigen und wie wenigen davon der Mund überläuft. Warum hört man so wenig von Pastoren, dass es Freiheit in Jesus gibt? Wer frei wurde von Drogen, riecht den Rückfall in die Drogen bei anderen gegen den Wind. Wer bewusste Sünde überwunden hat, der spürt sie bei anderen, weil die Menschen über ihre Freiheit reden werden. Wer in tiefer Sünde war, erkennt, dass die anderen in tiefer Sünde stecken, weil sie bestimmte Anzeichen der Befreiung nicht zeigen. Ein Anzeichen ist, dass man aus Freude den Mund über seine Freiheit in Jesus nicht halten kann. Wer das nicht kennt, kann nur über den lieben Gott predigen und die Sünde verharmlosen. Das ist der Grund, warum in vielen Freikirchen so anders gepredigt wird, als das, was wir in der Bibel lesen, wie den Menschen dort gepredigt wurde. In einer unfreien Kirche kannst du sicher sein, dass du in deiner Sünde und Weltliebe nicht konfrontiert wirst. Es wird dir keiner sagen, dass du Gott nicht ehrst, wenn du dir den Dreck im TV und die Lügen in den Nachrichten anschaust. Dort haben sie Gottes Standard längst aufgegeben. Jüngerschaft brauchst du in diesen Gemeinden nicht suchen. Den Menschen wird Rettung gepredigt statt Nachfolge. Den Menschen wird Vergebung gepredigt statt Überwinden. Wieso sollte jemand überwinden müssen bei einem lieben Gott, den sie da predigen? Weil sie Gott nicht kennen, wissen sie nicht, dass ihnen die Furcht Gottes fehlt in all ihrem Tun, ihrem Denken, ihren Wünschen und ihren Worten. Statt der Furcht des Herrn gibt es dort heilige Frömmigkeit, andachtsvolle Stille beim Abendmahl. Aber wenn da nicht die Furcht des Herrn ist, dann werden die warnenden Einsetzungsworte weggelassen, dass unwürdiges Nehmen Krankheit und Tod bringt. Dann denken die Leute während des Abendmahls schon an die nächste Sünde. Sie haben Gottes Gerechtigkeit hinausgeworfen aus den Gemeinden, wollen von einem strafenden, heiligen, zornigen Gott nichts mehr hören und wissen. Denn dann würden ja alle weglaufen, es wäre ja nicht mehr so kuschelig. Sie predigen lieber den lieben Gott. Anstatt dem Raucher zu sagen, dass er in Rebellion ist und ihm der Arzt sagt, dass er gegen seinen Körper sündigt, wird ihm ein Aschenbecher vor die Tür gestellt. Weil niemand dort das Evangelium wörtlich nimmt, weil kaum jemand die Kraft Gottes dort erkannt hat, Gottes Wort als Gottes Willen nimmt, lieben dort alle den lieben Gott. Und sie legen die Decke der Liebe über alle Sünde, obwohl Jesus sagt, dass nur Buße und Abkehr von der Sünde
der Weg ist, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Und so bleiben viele in der Unfreiheit, weil kaum einer Freiheit von bewusster Sünde predigt, weil kaum jemand den Standard Gottes hochhält. So findest du in den Unfreikirchen kaum Überwinder, denn wer ständig nur etwas vom lieben Gott hört, glaubt irgendwann diese Lügen. So findest du dort Gemeinschaft der nicht bußfertigen Sünder und der Nichtüberwinder. Du hörst dort Geschichten vom lieben Gott und dass du auch ohne Nachfolge gerettet bist. Gehe hinaus aus den Unfreikirchen, denn sie sind nicht ohne Grund in diesen Gemeinden, denn diese Gemeinden konfrontieren sie nicht in ihren Sünden, und das ist, was die Masse der Christen heute will.